Wenn ich jetzt nur sage, Pustekuchen, und jetzt hörst du das über einen Lautsprecher oder über ein Kofferradio, wirst du kein Problem haben zu sagen, ist jetzt das der Udo gewesen oder ist das der Kofferradio? Natürlich nur, wenn du nicht innerhalb des Bildes vergleichst, wo ist der Fehler, sondern du siehst das Bild. Du weißt jetzt, was ich meine, mit meinem Nähmaschinenbeispiel. Okay? Und das hat er natürlich alles nicht verstanden. Und dann haben wir es laufen lassen und dann hat er das bestätigt, wie er dann, weil der konnte es sehr gut hören, dann hat er gesagt, das ist diskussionslos. Und jetzt pass auf, jetzt habe ich einen normalen CD-Player, der 18.000 Mark, die klingen alle auch anders. Das ist imaginal. Und da war es dann wirklich, dass er zugeben musste, dass von Sherwood, von den Koreanern, der 500 Mark billig CD-Player eigentlich echter war wie sein super teurer. Auch hier verarscht du dich selber. Kann ich ewig euch Wahrnehmungspsychologie machen. Das heißt, all meine 20 Jahre, genau, wo ich hier Boxen gemacht habe, war zuerst einmal die Wahrnehmung schon. Ja, genau. Ohne die Technik. Es war nur absolut präzise, wo ihr merkt, die Subjektivität ausblenden. Und wo ich dann gemerkt habe, dass die Physik nicht stimmt. Dass hier Dogmen bestehen, die den Geist zu vernebeln. Es gibt keinen größeren Hypnotiseur wie deinen Glauben. Pass auf, ich nehme zwei CDs. Ich sage einen super teuren, wo alle wissen, das ist ein super teures Gerät und einen ganz billigen Krücke. Zuerst einmal, was jeder was, CD-Player sind digital, rein messtechnisch haben die plus minus minimal im selben Frequenzgang, nahezu kein Klangfaktor. Also das heißt, die müssten eigentlich alle gleich klingen. Das ist natürlich der Profi, weil es das ja nicht gleich klingen. Und wenn man die jetzt nebeneinander vergleicht, wenn man selber umschaltet und sich konzentriert, ist kein Thema, die klingen alle ein wenig anders. Wenn ich sage, wenn anders, behaupte ich jetzt einmal, alle, die hier sitzen, ihr müsst wirklich zuerst einmal hören, jetzt normal hören lernen, dass ihr das hört. Es ist so imaginal, es ist so minimal, aber es ist anders. Das ist wahrnehmbar. Ja. Aber jetzt kommt das Problem, pass auf, ich gebe dir das Umschalten, ich sage jetzt, pass auf, eins ist der Gute, der Teure und zwei ist der Normale. Dann hörst du, und das Erste ist, du hörst gar keine Musik, du versuchst erst einmal mit Gewalt einen Unterschied zu hören. Und irgendwann rastest du den Unterschied. Das ist der Unterschied, du merkst immer mehr den Unterschied. Und jetzt pass auf, der Trick, was du selber magst, das ist den Leuten gar nicht bewusst. Angenommen, der teure CD-Player ist ein Hauch, ich benutze mal heller. Hat nichts damit zu tun, weil der Messgang beweist ja, dass der überhaupt absolut die gleichen Höhen macht. Aber der kommt dir ein bisschen heller vor. Dann wirst du immer, sobald du dich auf den Unterschied konzentrierst, weil durch den Fokus arbeitet sich der immer mehr raus in deinem Kopf. Okay? Und dann wirst du feststellen, ja, ist ja kein Wunder, und jetzt die Fachleute, das passiert ja auch den Testredakteuren, wo ich ihnen gezeigt habe, wo die ein großes Problem haben. Darum sage ich, ich habe noch nie mit einem diskutieren müssen, weil da kannst du nicht diskutieren. Das Thema hatte ich noch niemals, dass irgendeiner gesagt hat, die Ahnung von mir sind nicht echt. Aber was die dann gesagt haben, wir können darüber nicht schreiben, wir leben von Werbung, und wenn wir das vergleichen mit der gängigen Technik, nachher ist das alles, dann müssen wir zugeben, dass was mir seit 20 Jahren scheint, das ist echt, dass wir euch verarscht haben, dass die Firmen euch verarschen, wir leben von Werbung. Das passt nicht in diese Welt. Mhm. Und da der Udo sich ruhig gehalten hat und auch damals nicht groß berühmt werden wollte, was das anbelangt, haben wir uns engagiert. Jetzt pass auf, irgendwann, wenn du dich rausfokussierst, den Unterschied, dann kommt deine Logik, weil das teure Gerät ist, der ist ja dynamischer, der ist lebendiger, der ist, so formulierst du das, was du hörst. Jetzt pass auf, jetzt mache ich dasselbe Spiel, wir gehen einmal davon aus, dass genau dieser Klangcharakter des billigen Gerätes. Du fokussierst wieder den Unterschied und jetzt kommt das ganze Wissen, die Digitalplattenspieler, die sind ja hart, die sind kalt, die sind technisch steril. Der andere klingt mehr wie Analogplattenspieler, der ist weicher, der ist angenehmer, der ist analoger. Das heißt, du weißt hier, das, was das teure Gerät ist, egal ob das jetzt heller ist oder nicht, wird deine Logik sich hinbiegen, dass es das Bessere ist, weil es muss ja das Bessere sein, das kostet ja zehnmal so viel. Bist du dabei? Und das passiert in jedem Unbewusst, das macht dein Programm. Bis du anfängst, das zu analysieren, was ich gemacht habe, und wo auch jeder das zugeben musste. So wie hier, es ist so brutal, dass das überhaupt nie diskutierbar war. Darum sage ich, du kannst diskutieren, wenn du zwei unterschiedliche Klänge hast. Jetzt pass auf, nochmal was Schönes mit Optik. Ich habe damals bei den Olafsen, sagt euch was. Schöne Geräte, waren damals schon, die flachen Zeichen waren. Jetzt pass auf, ich habe damals, zum damaligen Zeitpunkt, Anfang der 80er Jahre war die kleinste Bang & Olufsen Anlage, was ich noch war, ich habe das ja so vorgelegt, 5.700 Mark. Das war so ein flaches Aluminium-Ding, okay, hier war mit 85 war das, das ist gerade die erste CD, so klein ist, so groß war die ungefähr, Aluminium, eine Aluminiumplatte, in der Mitte die CD und rechts und links zwei so große Boxen.
mit einer violetten Bespannung drauf. Kennt ihr ungefähr noch Bang & Olufsen, ne, wo man in die Wand hinhängen kann. 5.700 Mark, und das ist jetzt in dem Büchchen hier, wo da schon die ersten Grundlagen waren, wo ich sage, substanzielles Denken. Wenn ich mir eine Lampe kaufe, weil ich eine Wohnung einrichte, dann will ich das mal ein Ding kaufen, das Licht macht. Das sind die ersten Sätze in dieser Ohrenbohrung in Hi-Fi. Da kommt übrigens das Wort Ohrenbohrung, habe ich damals kreiert, und Holofeeling war überhaupt noch nichts. Habe ich gesagt, wenn ich mir die Lampe kaufe, soll die natürlich auch schön sein und in die Wohnung reinpassen, aber ich würde mir die schönste Lampe der Welt kaufen, wenn die kein Licht macht, weil sonst kaufe ich ja mal eine Lampe, dass ich Licht habe. Das eine muss beim Aussehen, wenn ich ein Sternenloch kaufe, gehe ich mal davon aus, dass ich zuerst einmal Musik hören will, dass die natürlich schön aussehen sollen. Boxen, wie sehen die Boxen aus? Das ist sekundär für mich, sondern ich will zuerst einmal, dass die Musik macht, und wenn die dann auch noch schön aussieht, also dann ist das ja okay, aber das ist jetzt Beispiel mit der Lampe. Und jetzt haben wir hier die Bang & Olufsen Anlage für 5.700 Mark, die absolut ober auf den Gall ausschaut. Und dann habe ich jetzt im Vergleich dazu, damals weiß ich, für Universum, sagt euch Universum was, Quelle-Katalog, ja, habe ich eine Anlage für 548 Mark hat die gekostet, die ungefähr genauso groß ist, was jetzt ja die kleinen überall gibt. Aus dem Quelle-Katalog eine Universum. Da habe ich wieder die zwei selben CDs rein, wenn meine Anlage, 398, was knappe 400 Mark hat die gekostet. Wir haben also hier die 400 Mark Anlage und die für 5.700 Mark. Und dann habe ich dieselbe CD rein, habe ich gesagt, wir lassen Bass Höhner Frühling, jetzt lassen wir mal das da laufen, dreht das einmal auf, was das Ding bringt für 400 Mark, wie das klingt. Und dann machen wir das in der Bang & Olufsen Anlage und es ist definitiv so rein, wenn du den Klang betrachtest. Und ich sage immer wieder, viele Sachen habe ich mit so einer Wetten-Das-Brille. Das war mein Hauptwerkzeug bei den Leuten, war wieder Augen zu machen oder die Wetten, das Brille aufsetzen. Ja. Habe ich im Laden, ich glaube, irgendwo rumliegen, als Unmengen Menschen haben das hier jetzt ausgedacht, diese Wetten, das Brille schon drauf gehabt, dass du nur hörst. Und da habe ich gesagt, jetzt wenn du das einmal machst, was ist der Unterschied? Die sind gleich, die klingen natürlich anders in der Preisklasse, aber die sind ungefähr so, wenn ich jetzt sage, ich setze dich jetzt in einen Golf rein und ich setze dich in einen, in einen Kadett rein und du fährst bloß. Oder ich setze dich in einen Mittelklasse BMW rein und in einen Mittelklasse Audi und in einen Mittelklasse Mercedes. Hier zu diskutieren, was besser ist, ist ein absoluter Blödsinn. Das hängt davon ab, was für ein Markenfetischist du bist. Jeder Fachmann sagt, qualitativ sind die alle in der Fahrt ein. Die nehmen sich überhaupt nichts. Da ist rein subjektiv, bin ich ein BMW-Fan oder ein Mercedes-Fan. Aber von Qualitätsunterschieden zu reden in derselben Preisklasse, BMW, Audi und Mercedes, schon seit Jahren nehmen sich überhaupt nichts mehr. Ist wirklich subjektiv, okay? Und genauso ist es hier klanglich, das ist halt, klanglich ist diese 5.700 Mark Anlage, ist definitiv 400 Mark, wenn du nur nehmen machst. Und jetzt ist gut, es sieht geil aus. Und ich sage, wenn du jetzt ein Bild kaufst, gibst du ja auch Geld aus, wenn du das bewusst machst. Ich sage, das Erste, was dir glauben muss, du kaufst eine 400 Mark Anlage, okay? Um 5.300 Mark kostet das Design. Ja, richtig. Würdest du 5.300 Mark ausgeben für dieses Bild, wenn es keine Musik machen würde? Ist ja richtig. Und jetzt dann Schritt weiter, wenn du jetzt dir vorgaukelst, jetzt kommen wir mal rein, der Herstellungswert. Jetzt sage ich, spreche ich als Techniker, ich habe ja Sachen auch entwickelt, sage ich jetzt ersten Moment, ich sage mal nur die Form, dir fällt auf, das Ding ist Plastik. Und da ist natürlich vorne Aluminiumfront drauf. So, und das, der Gag ist, das ist nicht einmal ein Sonderteil. Die Bang & Olufsen sind ja flach. So, ich, pass auf, jetzt kann ich dir gleich sagen, bei meinen Dingen, wenn ich so ein großes Aluminiumstück mache, lass das bürsten, bei denen in ihrer Stückzahl, das kostet ungefähr 3,50 Mark. Ist kein Witz. Das Ding kostet bei denen in ihrer Stückzahl 3,50 Mark. Das heißt, wenn das Plastik ist, wenn wir selbst nur 5 Mark drauf machen, kostet dieses, was du sagst, das ist ja viel wertiger, das ist ja aus Aluminium. Das wiegt die 5.700 Mark auf. Wenn wir die Lautsprecherboxen nehmen, der ist hier bei dem kleinen Gerät, also so Gitter drauf drückt, das ist hier ein schönes violetter Stoff, ist eine violette Bespannung hatte der gehabt. Da muss ich sagen, hat die billige Anlage wieder einen Vorteil, weil das Gitter mit Sicherheit teurer ist wie der Fetzenstoff. Das ist auch nur billig. Und wenn ich jetzt die aufschraube als Elektroniker, wenn ich reinschaue, ist es technisch das Gleiche drin, weil die Transistoren, die gibt es keine besseren und keine schlechteren. Das heißt, also hier und jetzt, was ich euch sagen kann, Bang & Olufsen hat zum damaligen Zeitpunkt, nur Bang & Olufsen hat 70%
70% ihres Reingewinns reinvestiert in Werbung, um den Köpfen das Design reinzumachen. Genau, das ist schwierig. Und das musst du alles mitbezahlen. Wenn du hier eine Lange und Söhne Uhr dir kaufst, sagt euch ja was, ne? Lange und Söhne. Da musst du eins, da hast du jetzt eine normale Uhr. Wenn ich dir nicht auch nichts anderes. Na, pass auf, darum geht es gar nicht. Auch wenn das mit Handarbeit ist oder was. Und wir sagen jetzt, das ist eine ganz einfache Uhr und die kostet jetzt hier, meinetwegen, 43.000 Mark. Euro jetzt, 43.000 Euro. Was dir in dieser Preisklasse bei diesen Firmen nicht bewusst ist. Und ich mache jetzt ganz, du schaust, was du jetzt nicht lest, du schaust, kaufst dir ein Manager-Magazin, du kaufst dir einen Stern oder so Edeldinger und dann hast du ganzseitige große Anzeigen, Lange und Söhne, ist die Uhr drauf und dann schaust du ganz einfach einmal, was kostet da eine Seite in der Zeitschrift? Was kostet eine Seite in der Zeitschrift? Und dann machen wir uns einfach einmal schlau, wie viel dieser 43.000 Mark wurden wir im Monat verkauft? Wie viel wurde in diesem Monat nur für diese Uhr beworben? Und dann wirst du feststellen, von den 43.000 Mark, die du bezahlst, sind über die Hälfte, zahlst du die Werbe mit. Ja, klar. Das ist wirklich so brutal. Also bei den Urlaubsmann 70% des Erlöspreises ist Anzeigen und Werbung und Zeug und so. Das heißt, die ganze Welt lebt von Selbstverarschung. Das ist einfach jetzt nicht eine Anklage, sondern ein Feststellen. Das sind die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Und jetzt komme ich ganz, was ich angefangen habe, ich habe wieder den ausgeholt zu meinem CD-Player, dass ich so ehrlich war, dass ich zu den Leuten dann den normalen CD-Player und ich mache so, die, wo ich die Harman-Kardon umbaut habe, der kleinste Harman-Kardon-Verstärker hat 500 Mark gekostet, das Gerät. Die waren von vornherein schon gut, damals. Jetzt ist es nur der Name noch aufgekauft. Also es gibt immer noch Harman, ist ein großer Konzern. Das ist also nur noch, es ist eine koreanische Firma, die hat den Markennamen aufgekauft, hat mit dem Harman vor früher nichts mehr zu tun. Und dann habe ich den kleinen 500 Mark Verstärker von Harman-Kardon umgebaut, da habe ich übrigens 1200 Mark dafür dann verlangt, wenn der umgebaut war. Der Verstärker umgebaut, 1200 Mark, 500 Mark Original. Das Einzige, du siehst überhaupt nichts. Du kaufst die kleine 2x30 Watt Verstärker und musst 700 Mark mehr dafür bezahlen, wenn ich nur gebaut habe. Okay? Plus hinten das so PET-Schildchen war drauf, markiert, dass er umgebaut ist. Und dann habe ich daneben von Harman-Kardon, die hat eine Überrest, die Tudation-Serie, eine große Vor-Endstufen-Kombination, Vorstufe-Endstufen-Tudation, hat gekostet 18.000 Mark. Das ist das Edelgerät, was natürlich auch in den Zeitschriften, boah, der absolute Wahnsinn. 2x30 Watt, 2x250 Watt, Vorstufe-Endstufe, das Übergerät und der kleinste Harman, aber das ist die Image-Geräte, wo so wie wenn ich sage, das Überauto, wir haben auch noch einen kleinen. Die habe ich auch nebeneinander hingestellt. Und es ist definitiv so, dass auch wieder in so direkten Vergleichen der kleine von mir umgebaut so brutal besser klingt wie die ganz große Edelanlage, dass es nicht durch den Umbau und dass ich immer sage, was die Leistung anbelangt, selbst so mal in der normalen, wenn du in einer Wohnung hörst, reicht das locker aus. Das ist also, das ist nicht das Thema, bei Disco Beschallmann ist es auch so mit der Dynamik, weil durch den Umbau hat er wie, wenn du ein Drehmoment kriegst. Drehmoment ist eine ganz andere Kraftentfaltung. Wenn du jetzt zum Beispiel dich mit Autos auskennst, wenn du einen modernen Dieselmotor, einen Diesel fährst, der 2 Inch sind, 130 PS Diesel ist subjektiv im Antritt durch den Drehmoment, der kommt davor wie ein 250 PS Benziner. Kennt jeder was aus? Dieses Drehmoment ist, der schiebt ohne Ende, da meinst du, die haben Kraft, das gibt es überhaupt nicht. Und jetzt ist im Vergleich, und jetzt pass auf, jetzt kommt der Trick, wo ich zu den Leuten sage, dass der Umbau, das ist ungefähr. Jetzt rein die Arbeit zum Umbauen ist ungefähr 20 Minuten Arbeit und das, was ich einbaue an Material, das ist gar nicht der Rede wert, das sind gerade 20 Pfennig. Wieso verlangst du dann 1200 Mark mehr? Weil der rein die Qualität, wo ich sage, was du klang kriegst, im Vergleich mit Edel ist eine andere Welt. Das kann man mit Worten gar nicht ausdrücken. Ich sage nicht, weil ich euch abschnapp, sondern die muss erst einmal klar sein, aber am CD, wo ich sage, wenn die das ab Werk machen würden, würde das keinen Pfennig mehr kosten. Was ich verlange, ich muss leben. Jetzt könnte ich sagen, kann man auch weniger machen. So, nee, pass auf, wenn ich mir jetzt nur einen Stundenlohn, wenn ich mir nur einen Stundenlohn von einem Automechaniker von Wüst von unserer Mercedes-Werkstatt, wenn ich jetzt mir als Berater einen Stundenlohn von einem normalen Automechaniker, wenn du in der Mercedes-Werkstatt gehst und du hast hier so und so viele Stunden, ist nur Excel, ich rede nicht einmal von einem Meister, und ich verrechne mir den Stundenlohn und wie oft warst du jetzt da, wie lange habe ich dich jetzt beraten? Und er sagt, ja, 3-4 Mal, bestimmt schon 12 Stunden. Ja, das ist ich sage, ich habe einfach 12 Stunden vollkommen in die Vorleistung gegangen. Und sage, und die Zeit, ich muss meine Leute auch zahlen, wenn du jetzt irgendwo bist.
Was ich jetzt erst nochmal in die Vorleiste gehe, weil ja viele dann Stunden der Beratung von mir ist, nicht einmal daran kann ich, das ist 4-5 Stunden, 3-4 Stunden hintereinander. Ich sage, das große Problem ist, wie Zeit, das Hörenlernen, all das Zeug, was ich dir erzählt habe, dass du plötzlich hörst, wie brutal dieser Unterschied ist, habe ich dir was beigebracht. Und das muss ich irgendwo unterbringen. Ja. Und das ist deshalb, ist so viel Geld drauf. Deshalb ist er toll, weil ich muss den Leuten das ganze Zeug, es geht, die Ehrlichkeit ist, dass ich dir ganz ehrlich sage, wenn wir das ab Werk so machen, es geht nicht, dass da irgendwas teurer ist an Material. Und ich sage nicht einmal, dass ich mir die Idee, dass ich natürlich hier, um das zu entwickeln, tausende und abertausende Stunden, Jahre verbracht habe, um da drauf zu kommen, um das auf das Jahr zuerst einmal zu entdecken. Das mache ich gar nicht, darum rede ich gar nicht, sondern das ist rein nur, dass ich jetzt, wenn ich den CD-Player nehme für 500 Mark und ich habe den umgebaut für 1000 Mark, da war dasselbe, dass ich sage, dass jetzt hier die Gleis, schau mal nur, wie viele Stunden ich jetzt verbracht habe, wenn ich das gleich mache, sagst du nämlich, der klingt beschissen. Und jetzt plötzlich sagst du, dass ihr der absolute Wahnsinn oder dass der besser ist. Ich habe jetzt aber nicht dich Gehirn gewaschen, sondern im Gegenteil, ich habe den ganzen Dreck, deine Eigenforschung, das hast du aus dir rausgemacht, dass du hören kannst, wie ein normaler Mensch hört. Also ich habe dich nicht manipuliert, wie ich immer wieder in den Ohren bauen auch sagt, du wirst von mir Gehirn gewaschen, aber nicht so, wie man Gehirnwäsche im Negativen sieht, sondern ich mache wirklich dein Gehirn, sagst du mal rein, dass du einfach das wahrnimmst, was eigentlich Wirklichkeit ist. Jetzt, ihr kennt lange genug Holofilling. Was ist das Ziel von Holofilling? Mache ich das, was eine Sekte macht? Versuche ich euch in irgendeiner Richtung zu manipulieren? Jetzt, ihr kennt dieses Phänomen Udo schon alle seit einigen Jahren. Jetzt frage ich dich als Person, was hat der Udo eigentlich jemals von euch gewollt? Was habe ich euch gesagt, müsst ihr verändern an euch? Was ihr tun müsst? Müsst ihr wo eintreten? Müsst ihr was austreten? Habe ich irgendwas kritisiert? Du wirst keinen einzigen finden. Jeder sagt eigentlich, wollte er überhaupt nichts. Aber das was ich mir wünsche, ist, dass du bewusst wirst. Das ist, ich wünsche mir für euch, dass ihr bewusst werdet, was auch immer dann passiert, aber bewusst werden dann nichts zu tun, dass ihr irgendwas in der Welt oder an euch selber verändern müsst, sondern da muss was Neues aus euch herauswachsen, das im Bewusstsein so ist. Und das kann überleben, das kann ich keiner mehr nehmen. Stimmt. Das sind meine Geistesfragen. Und das sind wir wahr. Das ist genau dann immer, was, und alle, wo man jetzt dann wieder sich verunsichern lässt, die sagen, Sekte oder Zeug, so ich drehe doch dann nochmal an. Ihr wisst ja, wie sich der Udo im Hintergrund hält. Ja. Ja. Das ist das Entscheidende. Du bist doch die Hauptperson. Da merkst du immer mehr, auch hier, es ist nur geschwätzt. Die Figuren in eurem Traum, 99,99% sind vollkommen geistlose Schwätze, egal wie, ob sie über was hexen, ob sie Welt verbessern wollen. Ich sage, mach dir doch zuerst einmal, bevor du die Menschheit retten willst, mach dir doch zuerst einmal bewusst, was ein Mensch ist. Solange du beim Menschen an einer Person denkst, da gibt es nichts zu retten. Nochmal, Kind, Säugling, die löst dich ständig auf. Das ist, du kämpfst gegen was an, was eine göttliche Schöpfung ist oder deine Evolution, egal wie du es nennst, auch im Materialismus, löst das Kind sich auf, um erwachsen zu werden. Neo-Apokalypse, geistig das Wachstum ist ständige Gestaltveränderung. Und wer seine Gestalt nicht verändern will, der wird mehr oder weniger sich selber drücken. Das ist Bewusstsein und da merkst du, wie unendlich geistlos materiell Schulmedizin, all das Zeug ist, die versuchen das Leben zu verlängern. Dann mach dir doch zuerst einmal Gedanken darüber, was Leben ist. Und wenn du die Welt verbessern willst, alle streben einseitig Ideale an, dann mach dir doch zuerst einmal Gedanken, was du Welt nennst, was das in Wirklichkeit ist. Das ist keine Kugel, die sich um die Sonne herumdreht. Das ist ein Gedanke, den du dir ausdenkst. Du bist die Welt. Du bist der Denker. Und was du dir an Welt denkst, hängt von deinem Glauben ab. Und ich werde niemals jemandem vorschreiben, was er glauben soll. Das war noch nie mein Thema. Auch nicht, was gut und was schlecht ist oder was richtig und verkehrt ist. Ich sage, mach dir doch einfach bewusst, was jetzt die Wirklichkeit ist, die du beschwören kannst. Und nicht die dialogische Erscheinung, die du dir ausdenkst. Die du aber nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Bisschen, du kannst nicht überprüfen, ob dein Körper existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Ich rede jetzt mit deinem Geist, weil dann existiert dein Körper nicht. Und wenn einer zu dir sagt, es gibt keine Außerirdischen, dann sage ich, wenn es die nicht gibt, in dem Moment, wo du sagst, es gibt keine Außerirdischen, denkst du schon Außerirdische, was du dir auch immer darunter vorstellst. Du denkst an einen Außerirdischen, von dem du behauptest, den gibt es nicht. Ist das nicht schon so? Es gibt keine Außerirdischen. Es war zu offensichtlich, es war zu unendlich. Ich sage, den gibt es nicht, solange du nicht an ihn denkst. Aber wenn du sagst, es gibt keinen Außerirdischen, dann ist einer da, nämlich den du dir denkst. Das ist ja auch im Buddhismus, wo ich sage, das ist alles Maya. Wo ich sage, die Materialisten sind doof, weil die glauben an etwas, was man nicht einmal überprüfen könnte, wenn man wollte. Und noch blöder sind die Buddhisten, weil die haben was in der Hand und sagen, das gibt es ja gar nicht. Das ist ja nur Maya.
Ich sage, an was zu glauben, was man nicht sieht und was man nicht überprüfen kann, ist schon blöd. Aber wenn man was sieht und sagt, das ist nicht da, dann ist es ja noch blöd. Ja, man schüttelt immer sich selber in den Kopf. Wie konnte ich so alt werden und es ist mir nicht aufgefallen? Und jetzt spreche ich nicht wieder frei, weil ich es dir vorher nicht einfallen ließ. Also du bist schuld. Immer. Ich bin allein schuld. Ich habe das schon vor langer Zeit gesagt, dass ich alles vergessen habe. Darum bin ich dir, der ich zu sein behaupte. Okay. Ja. Immer dran denken, ich habe bloß die Gnade geschaffen. Die Form der Gnade magst du mir dann glauben. Das ist das, was ich dir erkläre. Nochmal glauben hat auch keinen Einfluss. Ja, und im Geschäft, ich hatte immer schlecht. Musst du lauter sagen, wenn du was gesagt hast. Das ist alles. Ich habe immer aufgestimmt. Ich habe nie Werbung gemacht. Das war bei mir schon das Konzept. Nein, ich meine, du kannst das machen. Ich sage immer wieder bei mir, dann im Nachhinein, wenn ich jetzt, ich sage jetzt der Mensch, Udo, raumzeitlich für euch arbeiten müsste. Ich müsste wirklich, ich würde einen Mülltonnenlehrer machen, da hätte ich ein gutes Gewissen. Ein Putzknecht, eine Putzfrau machen, weil da arbeite ich und sage, das ist okay. Wenn einer was leistet, was überhaupt nicht ist, was du in einen Konflikt kommst, wenn ich unsere PC-Geschichte mache, Versicherungen ist immer wieder auf. Hier können wir Versicherungen machen. Mach jetzt rein, das ist ein Prototyp für jeden normalen Versicherungsvertreter. Da hat sich ja so viel verschoben, dass ich sage, du wirst irgendwann mal immer mehr begreifen, immer nicht moralisch, dass alles, was du Beratung nennst, ist unrecht. Ich habe also hier zum Beispiel, aber wir werden auch mit Versicherungen ausholen, wenn wir die Liebe sind, jetzt nicht einmal von Sinn oder Unsinn, dass jeder wieder auch hier miteinander hat. Das ist aber nicht. Und jetzt ist es bei den kleinen Versicherungsvertretern. Jetzt machen wir unseren Bezi in seiner Krise, dass er mal wirklich zu mir gesagt hat, und ich will nicht so arg ausholen, wobei die Details wichtig werden, dass er mal ganz definitiv gesagt hat, bei meinen Kunden sind wir 70% sowieso hörig und die 30% sind Idioten. Ja, Originaltext. Was heißt, was meint er damit? Diese 70% sind eben seine Freunde, seine Bekannten, die sagen, versicherungstechnisch kenne ich mich nicht aus, da aber ein Kumpel, der macht es für mich und weil das mein Freund ist, macht er das in meinem Sinne. Und das ist das große Problem, dass hier das Bild bringt für neu zu alle. Das haben wir eigenen Leib als Udo früher erlebt, dass er, wenn er einen hat, wenn er was verkauft, dass er ja leben will und gut leben will. Und wenn er jemanden am Tisch sitzen hat, dann versucht er hier, ich sage immer wieder, dein einziges Ziel war unten rechts. Was ist unten rechts? Nein, über die Unterschrift. Unten rechts. Und jetzt ist, pass auf, es sieht in dem Versicherungsrecht so aus, dass durch den Wettbewerb, war früher schon schlimm, und da kommt jetzt ganz durch den Wettbewerb, wie Europa sich geöffnet hat und die ausländischen Versicherungen auf den Markt gekommen sind, ist einem eigentlich erst bewusst worden, den normalen Menschen nicht, wie plötzlich der Wettbewerb Mitbewerber gekommen sind, was für ein Monopol die Versicherungen hat, was da in der Bewegung war, durch die Mitbewerber, wie die Preise sich anpassen mussten. Und jetzt ist es so, dass selbst eine Allianz, das Allianzbüro, die Überverbrecher, sind alle Versicherungen, sind alle Verbrecher, aber die Überverbrecher, pass auf, dass, also ich rede nicht von den kleinen Verträgern, dass die verschiedene Kategorien haben, ich mache jetzt nur Kfz-Versicherung, dass man ja plötzlich direkt versichern konnte, ich gehe ins Internet und wenn du jetzt dein Auto neues machst und gehst ins Internet, dann gibt es natürlich viele Angebote und kannst du dir ausrechnen lassen und falschen, aber da geht es gar nicht, du gibst die Daten ein und dann versicherst du dich. Und dann hat sich halt herausgestellt, dass wenn du jetzt meinetwegen irgendein Auto hast und du gehst jetzt zu deinem guten Kumpel und der macht dir deine Autoversicherung, dann zahlst du dir für die Versicherung 400 Euro im Jahr. Würdest du einfach ins Internet gehen, wirst du feststellen, dass du dieselbe Versicherung für 250 Euro kriegst. Es ist so krass. Ja. Und jetzt pass auf, ist natürlich wie Allianz, nur Allianz, warum die gemerkt, wenn ich Schwimmer die Fälle habe und dann hat Allianz auch Direktversicherung. Das heißt, jetzt kommt der große Gag. Gehst du ins Internet und machst Direktversicherung bei Allianz, dann schwimmen die, sind zwar auch ein Unterschied, aber in diesem normalen Preislevel der Allianz. Und wenn du zu deinem guten Kumpel kriegst, zahlst du nach wie vor mehr. Das heißt also, wenn du dich beraten lässt von deinem Kumpel, weil das, was er in Provisionen kriegt unter anderem, das zahlst du immer ja mit. Ja, das, was im Internet wegfällt, und die müssen sich einen Wettbewerb stellen. Das heißt also, Allianz untergräbt in einem gewissen Maß mit diesen Verhaltensschäden ihre eigenen Vertreter. Aber was dann noch weitergeht, was er feststellen hat, dass es innerhalb der normalen Verträge nochmal Stufungen gibt, dass wenn jetzt irgendwelche Großkunden oder was, dass einer richtig kritisch ist, auch feitschen will bei Lebensversicherungen.
bevor sie den Kunden verlieren, machen die extreme Kompromisse bis zu 30% der Versicherungsprämie, wo sie dir entgegenkommen, bevor du zu einem anderen gehst, wo du von der Allianz kriegst, wenn du richtig hartnäckig bist. Wenn du aber zu deinem guten Kumpel gehst, magst du das ja nicht und dann zahlst du den vollen Tarif. Ja, ja. Das heißt, dass genau die 70%, die mir hörig sind, weil sie mir vertrauen und mein guter Freund macht das Beste ja für mich, sind die beschissensten Menschen, wo es überhaupt gibt, sind die Gutgläubigen, die einfach nur sich auf ihren guten Kumpel verlassen. Und ich behaupte jetzt einmal, das ist in 99% der Fälle gleich. Und ich mache jetzt einen normalen Fall von mir. Ich hatte, wie ich meinen Laden aufgemacht habe, 1980 einen, ich nenne es einmal einen väterlichen Freund, der Dieter. Der war 10, 15 Jahre älter wie ich. Also jetzt, ich gehe nicht auch, könnte jetzt mein Sohn sein, aber von 20-Jährigen aus oder 22-Jährigen ausgesehen ist das ja 30-jähriger Mann, 35-jähriger. Und das war so mein väterlicher Freund. Und mit dem bin ich in Urlaub gefahren. Der hat ein Versicherungsbüro gehabt, hat auch mir etliche Geschäfte mitvermittelt. Mit dem bin ich in Urlaub gefahren, da waren wir die Wochenende zusammen. Das war so eigentlich mein bester Freund, mein Kumpel und dann noch väterlich, weil er älter war und der war Versicherungsvertreter und ich mich selbstständig gemacht habe, hat der mir natürlich alles, mein bester, ich habe meinen Kumpel meine Versicherung gemacht und dann kriege ich, und jetzt pass auf, das ist zum Beispiel, ich habe das am eigenen Leib lernen dürfen und dann kriege ich, und das war für mich hier, für den hätte ich alles gemacht und dann kriege ich hier 3 Jahre später oder 4 Jahre später ist nach Weißenburg an der Zone der Harald, das war dann auch ein Freund von mir, mit dem habe ich sogar 2 Jahre zusammen gewohnt und der hat was Neues ausprobiert, der hat es studiert gehabt und er hat gesagt, ich mache, das war damals ganz neu, was jetzt überall alles scheint, Versicherungsberatung, dass eben diese Luft bei Versicherungen ist und dass er ganz neutral berät, das war seine Idee, dass er ganz, ganz definitiv sagt, wenn du eine Lebensversicherung brauchst, der berät dich. Da muss er natürlich ein Honorar dafür bekommen, wenn du jetzt sagst, Lebensversicherungen oder so überprüfen, sagt er, du zahlst 500 Mark, war ja Mark damals, du zahlst 500 Mark und dann sucht er dir die besten Versicherungen raus, wo er dir dann auch studiert, beweist dann Tabellen, dass du unterm Strich extrem gut dastehst. Brutal gut. Das ist, aber weil er immer Fachmann ist und wirklich sein Fachwissen, aber den Fachmann muss man ihm bezahlen. Wenn du einen Rat haben willst, muss einer ausgebildet sein und der will ja wie jeder, der in Ausbildung und in Wissen steckt, will auch ein bisschen was dafür tun. Und dann als Kunde, der ist auf Weißenburg gezogen, natürlich von meinem Studio sich das angehört, dann kommen wir so ins Gespräch und dann merkt er das so mit der Ehrlichkeit und das war bei ihm auch so. Und irgendwie kommt im Gespräch hier, was hast du an Versicherungen? So, ja, hat mein bester Freund gemacht. Und dann sollte er sich einmal sehen. Und der hat nur die Verträge gesehen und dann hat er schon mit die Augen gerollt. Dann hat er mit die Augen gerollt. Und dann sagt er, Udo, ich will jetzt nichts an mit deinem besten Freund, sagt er, aber das ist so auf 100% auf Ausnehmen, wenn einer wirklich an Ausnehmen will, bis zum, es geht nicht mehr. Die Verträge schon, wo man empfohlen hat, aber schon rein, was so viele Sachen, die dabei sinnlos sind, wenn man wirklich günstig machen will. Und es war, dass meine Lebensversicherung, wo er mir verkauft hat, wo er mir dann gezeigt hat, für die Lebensversicherung hat er 6.000 Mark Provision gekriegt. Das war damals in der Größenordnung der Lebensversicherung, wo man raufgetreten hat, wobei die zu dem Standpunkt eh eigentlich nur gar noch nicht in der Richtung sinnvoll gewesen wäre, in der Situation, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Aber hat er 6.000 Mal Provision gekriegt. Und ich habe mich schon gewundert, weil wie ich einen Laden aufgemacht habe, sind gleich viele Vertreter gekommen, Mensch, komm mal in das Geschäft oder hier, ich habe ja kennt als junger Bosch, und da waren andere auch da, wo ich so, nee, mal jeder macht das alles. Und wo dann du, wenn es bei mir die Leben magst, kriegst 2.000 Mark unter der Hand. Da kommt der andere, wenn bei mir die Leben magst, kriegst 3.000 Mark unter der Hand. Das lockt jetzt, so wird der verkauft. Ne? Das ist ja eigentlich verboten jetzt, aber dann kriegst du das. Nur so, ich mach mein Dieter. Weil das war für mich, Dieter war mein väterlicher Freund. Das ist natürlich klar, die hätten auch gern, so, wenn ich 6.000 Provision habe, kann ich den dann 2.000 Mark unter der Hand nehmen. Und jetzt muss der Harald, das hat übrigens damals nicht funktioniert, er muss sich komplett umorientieren. Wenn du zu dem hingehst, sagt er, du musst mir 500 Mark geben, dass ich dir sage, welche Versicherung die beste ist. Und die anderen kommen und sagen, du kriegst, wenn du es bei mir machst, 2.000 Mark in der Hand, wenn du unrechts. Weißt du, du hast mit Ehrlichkeit keine Chance. Was jetzt der große Witz ist, zum Beispiel bei Lebensversicherung, wo der dir ausrechnet, damals, was Leben wäre, hätte die Hannoversche verkauft. Kann die damals keiner, weil die keine Werbung gemacht haben, keinen Außendienst hatten. Das war ein absoluter Geheimtipp, eine Beamtenversicherung, wo auch privat andere zulassen, aber die haben keinen einzigen Vertreter und keine Werbung. Du musst es wissen.
Und wenn du da mit reingehst, weil das alles wegfällt, haben wir eine riesengroße Ausschüttung. Ja. Mittlerweile, ich mache die Hannoversche auch Werbung. Und das jetzt rein, wo ich einmal geschmunzelt habe, wenn ich damals die Hannoversche gemacht hätte, also jetzt eh nicht, ich habe die ja eh schon 96 alle zum Teufel gehauen, hat der genau, wenn man hier jetzt im Vergleich zu meiner, dass die mehr gewinnen, die 500 sind so lächerlich. Hm. Verstehst du, das ist, aber es ist, du musst, da ist schon losgegangen, mit, die Leute waren beschissen, die wollen in diese Illusion sein. Auf jeden Fall, dann geht es, wo er mir sagt, der hatte ich total ausgenommen, was für mich un. Harald war mir zwar sympathisch damals, aber man die da nichts kommen lassen, aber dann bin ich unsicher. Zweifel. Dann brauche ich meinen Steuerberater. Ist älterer, der Ältere war älterer, seriöser Mann, der hat immer gesagt, der wird schon, wir machen, was man tun kann. Aber wenn sie was Linkes machen wollen oder so, sind sie bei mir an der falschen Adresse. Das war sehr seriöser, wir machen halt was. Die Möglichkeiten an Steuernetting, so ich jetzt immer voll auf derselben Wellenlänge, wie ich von vornherein, da hat es ja nie irgendwas gegeben, außer meinem Finanzamtbrief, aber der hat sich auch aufgelöst. Was hier dann war, und ich sage ja jetzt schon, sagst du mir mal hier, ja, ich mache keine Versicherungsberatung, und er schaut dann, sagt der Wetscher, mein Steuerberater, der ganz neu war, sagt er, der Herr Zenger hat recht, das ist, ich habe das damals schon gesehen, aber ich mische mich da nicht rein. Weil ich bin Steuerberater und kein Versicherungsmensch, und wenn Sie meinen, dann helfen. Aber in Ihrer Ausgangsbasis, wenn ich selbstständig mache, diese Verträge, erstens der und der und der ist überhaupt nicht möglich, der ist viel zu hoch, der ist viel zu hoch, bla bla bla. Und dann habe ich ihn wieder zur Rede gestellt. So ein Blödsinn und hier und hin und her, dass ich gerechtfertigt habe, pass auf, jetzt wenn einer das sagt, ich habe jetzt mehrere, die sagen alle dasselbe. Soll ich dir, und wenn du finanzielle Probleme gehabt hättest, ich hatte ja nichts, ich habe mich ja selbstständig gemacht, aus nichts heraus. Ich hätte für dich was gebürgt. Also ich hätte für dich alles gemacht, ich hätte gebürgt. Aber das Linke, das ist so dieser Bruch, wo ich dann lerne, selbst an Freunde. Was ist Freund? Freund ist etwas, was du konstruierst. Unheimlich, du sagst ja im eigenen Land, das Leben ist ein einziger Lernprozess. Jeder für sich hat diesen Lernprozess. Und auch der Udo sucht sich nicht raus, dass er der Udo ist, hier bin ich, hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Dass ich dann hier mit den UP und das Zeug, was ich dann bin, ist wach werden, du fängst einfach an, dich wieder zu erinnern. Aber selbst das war schon vorher, ich habe auch ein Buch zu lesen. Weißt du, immer wieder, das wiederholt sich. Bloß als Geist, da scheine ich mir auch wieder zu widersprechen, dass ich bei vielen immer wieder sage, das mit der Transformation, das war bei mir schon immer, wenn du mal wach bist, ist es eh immer. Weil die Vergangenheit ja, du kehrst ja die Zeit und die Vergangenheit ist ja anders. Und darum soll ich das da mal laufen lassen, aber wenn dann das kommt, hast du absolute Probleme, wenn du ehrlich wirst. Und dann wirst du irgendwann, was das normale Verkaufen ist. Und sag ich, darum ist es schön, wenn ich ein Metzger bin oder Bäcker bin, habe ich kein Problem, wenn ich Brötchen backe und die verkaufe. Wenn ich ein Metzger bin, habe ich kein Problem, wenn ich es mache. Da mache ich meine Wurst. Wenn ich eine Putzfrau bin, Automechaniker, da habe ich meine Stunden. Und dann, jeder soll ja für die Arbeit bezahlt werden. Und ich sage immer wieder, auch mit Preissystemen habe ich schon Cola-Dose in die Hand genommen. Ich mache jetzt allgemeine Sachen. Jetzt mache ich, ihr hört jetzt Auszüge von Verkaufsgesprächen, Beratungsgesprächen vom Udo. Ich habe gesagt, das große Problem, wenn ihr günstig wollt, sage ich, damals Cola. Es sind immer Zahlen aus Fachzeitschriften, aus Werbezeitschriften. Man hat wohlgemerkt, nur Zahlen nicht aus der Luft gegriffen. Eine zum damaligen Zeitpunkt, eine Cola-Dose. Weißt du, was die Cola, diese Dose Cola kostet? Das weiß jeder Moment, wenn ich damals, waren es 48 Pfennig oder was, 50 Pfennig im Supermarkt, und wenn ich irgendwo am Strand bin, hier in einem Kiosk, zahle ich 1,80 €, wohlgemerkt Mark. Ja. Du siehst übrigens angeblich, dass er nichts teurer geworden ist durch einen Euro. Ich sage, das wird bis zum heutigen Tag, wird das behauptet, dass 1 Euro 2 Mark ist. Ich sage, ich kann nur eins, ist natürlich immer, was man macht, aber egal, was ich mich erinnern, wenn ich in ein Lokal gehe, wenn ich zum Essen gehe, was jetzt hier im Leiden ist, das alles, ich weiß, was ein Schnitzel kostet damals, 6-7 Mark. Wenn ich in günstigen Alben gehe, kostet es 6-7 Euro. Das heißt, es ist eigentlich jetzt, was Alpenpreise anbelangt, so weit zurückerzählt, ist absolut 1:1. Ja. Was bis zum heutigen Tag jeder Wirtschaftler dir sagt, dass der Euro die Sache nicht verteuert hat. Das ist eine schleichende, auch selbst bei Autos. Es ist also hier selbst bei Autos gelassen, wenn du jetzt nimmst, ist es praktisch 1:1. Zu dem Zeitpunkt, die 80er Jahre. Audis, wie teuer die jetzt sind. Nein, das, ist immer, das war eh gut, dass da viel mehr drin ist, aber jetzt pass auf, wir kommen zur Dose Cola. Ich sage, was kostet die Dose Cola? Dann soll jetzt pass auf, 48 Pfennig. Und ich sage dir jetzt nochmal die Statistik. Ich sage dir jetzt, was meinst du, was das Cola kostet? Wir sind wieder, wenn ich mir Lampe kaufe, will ich Licht, wenn ich ein Sternenloch kaufe, ich zeige dir mal Musik. Wir haben festgestellt, ich kaufe 400 Mark Musik bei der Bang in Olufsen und 5300 Mark Schönheit. Ich kann nicht einmal Material oder Qualität sagen. Das ist,
Du willst Cola. Eine Dose Cola kostet 48 Pfennig. Ich bleibe jetzt hier, weil ich das im Kopf noch habe. Was meinst du, was die Cola selber in der Dose kostet? Das ist kein Witz, original offiziell Coca-Cola. 5 Pfennig vielleicht. 0,3 Pfennig kostet die Cola. Ja. Oh, ist doch besser wegen Zucker. Das ist nur Wasser und Zucker. Bei ist nur weil die Menge. 0,3 Pfennig kostet dieser Spritzer Wasser mit Zucker. Die Dose selber kostet 1,2 Pfennig damals. Das heißt, wir verpacken ein Produkt von 0,3 Pfennig Wert in eine Dose von 1,2 Pfennig und jetzt kommt das alles okay. Auch jetzt kommt es, auf jede Dose Cola, wo verkauft wird, sind 28 Pfennige Werbung drauf. Die ganze weltweite Werbung, pro Stück 8 damals, 28 Pfennig Werbung und der Rest ist dann, was definitiv hier Verdienstspanne ist. Und ich sage, pass auf, wenn ich in einen Kiosk hingehe und der verlangt für eine Dose Cola 1,80, dann ist das vollkommen okay, weil er im Supermarkt die für 48 Pfennig holt, macht die zum Strand, kühlt die, stellt sich für mich hin, dass ich meinen Arsch von der Badedecke hochhebe und hingehe und der macht was und dafür soll er Geld haben. Verstehst du? Ich war immer, wie ich sage, pragmatisch denken. Das ist mein Luxus, ich muss nichts mitnehmen, ich gehe da die paar Meter zu dem Kiosk und hole mir das und der kauft die auch bloß für 48 ein, aber der muss ja irgendwas machen für sein Ding und dann ist das okay. Das tut mir überhaupt nicht weh, weil das eine Dienstleistung ist. Was mir maßlos stimmt, sind die 28, wenn ich mal hoch. Weil die müssen nicht sein. Das ist ja, wenn ich jetzt nur was neu anpreise, du. Es geht ja, dass es mittlerweile in eine Manipulation, eine Verschiebung geht, eine Suchterzeugung, Werbung, dieser Milliardenmarkt ist ein absolutes Drogengeschäft. Es ist ein unendliches Drogengeschäft der Entmündigung, wenn die Jugendschutz machen, weil die mit Handys zu meiner Zeit verkauft haben. Wenn du dass die Elektronikindustrie, das mit Telefonieren, ich mache jetzt das normal, habe ich verhindert, dass jetzt irgendeiner gesagt hätte, es wird in Deutschland oder weltweit mit Telefonieren es zigfache mehr Geld verdient wie an Stereoanlagen, an Waschmaschinen, an Fernsehgeräten. Man sagt viele, was soll denn jetzt mit Telefonieren so viel Geld verdienen? So viel können die Leute ja gar nicht telefonieren oder es wird unheimlich teuer. Weil was da passiert jetzt mit Handys und SMS und Apps und nochmal, war ja überhaupt nicht da, weil das war im Programm noch gar nicht hochiteriert. Und dann hast du natürlich diese Situation, dass hier dann schon in den Nachrichten kommt, dass hier die Jugend dabei verhandelt ist, dass so und so viel Tausend in Deutschland eigentlich schon Jugendliche hochgradig verschuldet sind. Mit Handyrechnungen. Das wird angeprangert, zack, Wirtschaftszahl. Neues von der Börse, Telekom-Aktien haben nochmal so und so viel zugegeben. Das ist bis zum heutigen Tag mit den Zinsen, was ihr gar nicht merkt, das sind immer nach wie vor noch gefeiert. Es wird irgendwie positiv dargestellt, es war die Krise, Griechenland, Spanien-Krise, aber der DAX ist wahr, nächstes Jahr, der DAX geht wieder hoch. Das ist so hochgradig schizophren, wenn dir da mal bewusst wird, was da eigentlich gesprochen wird. Aus nichts vermehren, immer mehr aufblasen. Und jetzt wichtig, wenn du dich darüber aufregst, du musst darüber lernen zu lachen, dann erkennst du die fehlenden Führerscheinprüfungsbogen. Das mit Beraten, wo du sagst, wie gesagt, da musst du einen Mittelweg finden. Ja, genau. Für mich war es irgendwann mal, ich hatte jetzt mit dem Produkt, dass ich immer das gute Gewissen hatte, wenn so alles argumentieren wollte. Das mit den Wegglitschen, mit den Tun und mit den Machen, die Motivation, und ich will das betonen, aber ich war damals ein absoluter Geschäftsmann. Was für mich die Prämisse war, ich habe das an der Garderobe hängen lassen, meine Racken hängen.